Warum hat eine Gabel eigentlich genau 4 Zinken und nicht etwa 3 oder 5? Wir haben die Antwort und zeigen Ihnen, warum unser Besteck so aussieht, wie es aussieht. Messer, Gabel, Löffel gehören auf jeden Tisch. Aber ist das wirklich so? Womit essen denn die meisten Menschen weltweit tatsächlich? Eins haben alle Kulturen gemeinsam, den Löffel. Woher er seine Form hat? Genau, von einer schöpfenden Hand. Er ist sozusagen das Urbesteck. Schon die Steinzeitmenschen kannten ihn. Ein richtiges Messer hatten sie dafür nicht, nur einen Steinkeil. Aber einen Löffel, den gab's schon. Ab dem Mittelalter hatte jeder seinen eigenen Löffel. Er wurde im 19. Jahrhundert sogar weitervererbt. Der Tote gab, ganz wörtlich, den Löffel ab. Und hier hat unser Besteck seinen Ursprung. Die Stadt Solingen ist seit dem Mittelalter die Besteckhochburg Deutschlands. Die Firma Picard und Wielpütz verarbeitet hier jeden Tag 800 Kilogramm Edelstahlrolle zu 9000 Löffeln und Gabeln. Früher bestand Besteck aus normalem Stahl oder Silber. Der Nachteil, Stahl rostet und Silber läuft schwarz an. Deshalb ist heute Edelstahl Standard. Der erste Schritt zum Essbesteck, die richtige Form. Ganze 100 Tonnen Gewicht sind nötig, um aus dem harten Edelstahl Besteckrohlinge zu stanzen. Die sogenannten Brandel. Man kann sich das vorstellen wie ein Messer oder wie eine Schere. Das ist praktisch das Messer. Und es fährt durch diesen Durchbruch und schneidet so die Teile aus. Und zwar 44 Rohlinge pro Minute. Der Ausschuss landet nicht im Müll. Er wird eingeschmolzen und wieder zu Besteck verarbeitet. Die fertigen Rohlinge sind noch viel zu dick, nämlich 3,5 mm. Wenn man sich das vorstellt, 3,5 mm in den Mund zu stecken, ist sehr unangenehm, beziehungsweise auch von der Balance her, wenn man Löffel in der Hand hält oder die Gabel, ist es sehr unausgewogen. Klar, das Besteck wäre vorne sehr schwer, erst recht, wenn wir unser Essen drauf haben. Also abspecken. Die Walze verdünnt die Rohlinge auf bis zu 1,5 mm. Unser Löffelrohling macht noch einen ganz schönen platten Eindruck. Wie soll daraus ein Löffel werden? Das passiert hier. An der Prägestanze. Ein Mitarbeiter legt den platten Besteckrohling in die Maschine ein. Übrigens kommt das Wort Besteck daher, dass jeder früher seinen Löffel und sein Messer bei sich trug. Also in die Tasche beisteckte. 360 Tonnen wirken jetzt auf den Rohling. Über 40 verschiedene Modelle kann die Maschine so ausspucken. Und voilà, fertig ist unser Urbesteck. Aber wissen Sie eigentlich, wie die Teile am Besteck heißen? Ja, der Laie würde vielleicht sagen, Vorderteil und Hinterteil. Wir sagen, das ist der Stielbereich und das ist das Blatt. Bei dem Löffel nennen wir es Laffe. Laffe kommt vom mittelhochdeutschen Laffen, das bedeutet schlürfen, und so wurde aus der Laffe der Löffel. Löffel benutzen wir in allen Kulturen. Aber was liegt sonst noch auf fremden Tischen? Das beliebteste Besteck haben wir immer dabei: die Hand. Immerhin ist die Hälfte der Weltbevölkerung damit, also 3,5 Milliarden Menschen. Schon die alten Römer verzichteten auf Besteck. Da sie beim Essen lagen, hatten sie nur eine Hand frei, also aßen sie buchstäblich von der Hand in den Mund. Und auch in Ländern wie Indien wird bis heute mit den Händen gegessen, aber nur mit der rechten. Die linke Hand darf nicht benutzt werden, sie gilt als unrein, weil die Inder sich damit den Hintern abputzen. ½ Milliarden Menschen weltweit essen mit Stäbchen. Die Chinesen bereits seit 3000 Jahren. Sie brauchen nur eine Hand, um die Stäbchen zu halten. Die andere hält das Essschälchen. Bleiben immerhin noch rund 2,5 Milliarden Menschen, die mit Messer und Gabel essen. Apropos, wie entsteht denn eine Gabel? Der Gabelrohling wird genauso gefertigt wie der Löffelrohling. Er sieht nur eher aus wie ein Spachtel.
Ihre Form bekommt die Gabel erst hier. Diese Maschine verpasst ihr das typische Erkennungsmerkmal: 4 Zinken. Erst schneidet die Maschine die mittigen Zinken aus und dann die äußeren. Der Grund? Das Material würde sich sonst verziehen. Doch wann kam die Gabel eigentlich auf unseren Tisch? Die Gabel kannten schon die Römer, aber nur als Fleischspieß mit 2 oder 3 Zinken. Der hatte im Mittelalter aber einen ganz schlechten Ruf, denn er erinnerte an den Teufelsdreizack. Für die Kirche Symbol der Sünde. Im 16. Jahrhundert tauchte die Gabel an europäischen Höfen auf. Die Damen fanden es schick, ihre Speisen mit Gäbelchen zu essen, stießen aber auf Unverständnis. Alles weibisches Getue. Selbst Luther soll gesagt haben: Gott behüte mich vor Gäbelchen. Unsere Gabeln heute haben 4 Zinken. Warum? Darüber rätseln die Historiker. Eine Theorie: Der Zusatz Zinken unterscheidet sie vom teuflischen Dreizack. Die Gabel ist übrigens das jüngste Besteck. Erst seit 150 Jahren gehört sie auf unseren Tisch. Zurück in die Produktion. Wie wird aus unserem Rohling eine richtige Gabel? Das macht diese Prägestanze. 1200 pro Stunde. Jetzt ist unsere Gabel fast einsatzbereit. 2,5 Milliarden Menschen essen weltweit mit Besteck. Aber benutzen alle Länder das Besteck wie wir? Die Amerikaner essen auch mit Messer und Gabel, aber sie schneiden ihr Essen erst klein, legen dann das Messer zur Seite und essen nur mit der Gabel weiter. Die freie Hand bleibt meistens unterm Tisch auf dem Schoß. Vermutlich ein Relikt aus dem Wilden Westen, denn Schießereien waren an der Tagesordnung. Die Hand griffbereit am Colt war überlebenswichtig. Wir Deutschen halten uns für besonders weltgewandt, wenn wir Spaghetti mit Gabel und Löffel essen. In Italien kann man darüber nur den Kopf schütteln. Denn tatsächlich ist der Italiener seine Spaghetti ausschließlich mit der Gabel. Ebenfalls eine schwere Sünde, die langen Nudeln mit dem Messer zu schneiden. Und wie geht's mit unserem Besteck in Solingen weiter? Es wandert gerade zum Polieren. Und das macht die sogenannte Krake. 8 Arme halten jeweils 36 Gabeln. Die rotierenden Baumwollwalzen polieren sie mit Fett glänzend. Nach gerade mal 30 Sekunden strahlen die Gabeln. Aber fertig sind sie noch nicht. Weiter geht es zur Waschstraße. Die reinigt mit Wasser und Ultraschall. Das sind hochfrequente Schwingungen, die wie kleine Bürsten wirken. Der Ultraschall bewegt die Teile noch ein bisschen, einfach damit das Fett sich leichter löst. Ultraschall und Hitze, viel mehr passiert dann nicht. Bevor es die Fabrik verlässt, macht das Besteck noch einen letzten Abstecher zur Qualitätskontrolle. Und Qualität hat seinen Preis. Ein 72-teiliges Besteckset kann bis zu 600 Euro kosten. Und deswegen geht's auch schon bei kleinen Mängeln am Besteck zurück zur Einschmelze. Gibt's nichts zu beanstanden, wandern pro Jahr rund 2 Millionen Löffel und Gabeln von hier aus in die ganze Welt. Jetzt wissen wir, wo es herkommt und welche Länder es benutzen. Aber wie hält man es richtig? Der Rechtshänder nimmt das Messer in die rechte Hand und die Gabel in die linke. Der Linkshänder andersherum. Der Zeigefinger bleibt beim Messer gerade oben aufliegen. Bei der Gabel zeigen die Zinken beim Schneiden nach unten. Mit Besteck kann man übrigens auch geheime Botschaften senden. Liegen Messer und Gabel auf der 5-Uhr-Position, heißt das, ich bin fertig. Über Kreuz gelegt bedeutet es kurze Pause. Ziemlich viele Regeln für so eine entspannte Sache wie das Essen. Vielleicht doch öfter mal aufs Besteck verzichten und einfach mit den Händen essen.